Leute, ich teste jetzt diesen Globreimer hier von Max & More. Der ist von Action und kostet keine Ahnung wie viel. Auf jeden Fall, ich glaube, keine 2 € oder so. Oder keine 3 €. Und das soll ja ein Dupe zu dem Charles Tilbury. Wie heißt dieses Ding nochmal? Also der Name ist mir eingefallen, und zwar soll es ein Dupe zu dem Flawless Filter von Charlotte Tilbury sein. Die Schrift ist schon ein bisschen abgegangen und das ist auch schon fast leer. Ich bin jetzt mega gespannt. Ich werde das jetzt mit euch zusammen testen. Das Teil ist jetzt von Action. Das Ding ist irgendwie drin geblieben. So, aber es war halt komplett original verpackt. Von daher kann das noch keiner geöffnet haben. Ja, also sehr dünnflüssig, würde ich mal sagen. Also sehr, sehr dünnflüssig. Schimmern tut er. Naja, jetzt zeige ich mal, wie das Original hier ist. Naja, also es ist jetzt nicht wirklich ein Dupe zu dem hier, würde ich mal sagen, weil das Original ist viel, viel schöner. Das ist einfach nur irgend so eine Flüssigkeit. Ich teste das mal als Primer, ob es was taugt. Aha, jetzt ist das rausgekommen. Ja. Also das ist jetzt eher ein Primer, also wird das wohl ein Dupe zu irgendwas anderem sein. Vielleicht ist das eher ein Dupe zu einem Primer von Maybelline oder von L'Oreal, irgend sowas. Aber es ist auf jeden Fall kein Dupe zu dem Charlotte Tilbury Flawless Filter, nie im Leben. Also ich habe das jetzt aufgetragen. Werde ich eine Foundation drauf auftragen und dann schauen wir mal, wie sie drauf sitzt. Ich trage jetzt diese Foundation hier auf von Peace. Die ist sehr leicht und eignet sich sehr, sehr gut für den Sommer. Und die ist leider, leider schon fast leer. Die muss ich mir unbedingt nachkaufen. Auch die Farbe, alles hat einfach perfekt für mich funktioniert. Ich trage sie mit einem Pinsel auf. Ich muss mir den Pinsel rausholen. Aber wo muss ich denn schon mal sauber machen? Zum Glück neige ich nicht dazu, Hautunreinheiten bekommen. Ansonsten durch diesen dreckigen Pinsel, weil ich den schon bestimmt 5 oder 6 Mal benutzt habe. Und den zu reinigen hätte ich sonst jetzt Hautunreinheiten gekriegt, wenn ich jetzt dazu neigen würde. Also, Fazit. Also die Foundation lässt sich irgendwie komisch verteilen, weil die Masse von dem Primer irgendwie sehr klebrig ist. Ich weiß nicht. Also, es ist halt irgendwie anderes. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die nicht verteilt ist. Also die ist schon richtig verteilt. Die sitzt auch gut. Ja, ist auch ebenmäßig. Nur das Gefühl ist irgendwie komisch. Also wenn man diesen Primer hier benutzt und dann eine Foundation drauf, dann muss man unbedingt abpudern. Habe ich so das Gefühl. Normalerweise muss ich mich nicht abpudern, weil ich halt eher trockene Haut habe. Da habe ich noch irgendwas. Ja, aber hier mit dem Primer hier habe ich wirklich schon fast das Verlangen, das Gesicht abzupudern. Um abpudern werde ich dieses Puder hier von Helene Betrix benutzen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Primer schon benutzt habt und wie ihr den findet. Ja, ich mache jetzt erstmal so einen Haltbarkeitstest. Also es fühlt sich wirklich so komisch an. Also ich glaube nicht, dass ich den Primer benutzen würde. Werde. Ich glaube, ich mag das nicht. Nee, das war ein Fail. Mag ich nicht.